Hallo und herzlich willkommen hier bei den Aggressiven, auch bekannt unter die Aggressiven, hier auf dem Zibertor. Ich bin Therapie und an meiner Seite ist Dia. Hallo. Ja, Dia, sag mal kurz was hier zu unserem Vorhaben heute. Also, ich denk mal... Vorhaben? Ach so, wir wollen heute ja versuchen, was wir heute nur Messerkills zu machen, ne? Ja, wir rennen nur mit dem Messer rum. Genau, nur mit dem Messer rumrennen. Und... wir haben einfach mal... ja, also ich... also wir beide haben uns so gedacht, wäre immer spaßig. Ja, also es wird... ja, es wird halt viel spekuliert, so mit dem Messer. Ist das nun wirklich eine Waffe, wo man sagt, okay, die wird wirklich nur im Nahkampf gebraucht, oder hat die Waffe wirklich Potenzial? Und kann man mit der auch wirklich... ordentlich Kills machen? Und das wollen wir einfach mal herausfinden. Und ich denke, Zipper Tower ist so eine Map, die ist wirklich sehr gut geeignet dafür. Ich habe jetzt schon den zweiten Kill. Und ja, also ich denke mal, es wird auf jeden Fall lustig werden. Spaßig. Ja. Wir sind natürlich wieder. Denk mal, wir sind wieder im selben Squad. Yep. Die kämpfen halt sehr stark. Teilweise ist. Ja, also mich hat er auch gerade wieder schon mit C4 gekillt. Wir spielen einfach mal random, also das ist jetzt nicht so irgendwie, damit wir jetzt sagen, bevorzugen den und den Server, wir wollen mit den und den Leuten zusammenspielen. Ja, wir zocken einfach drauf los und gucken, was bei rauskommt. Genau. Denk mal, darüber kann man auch die besten Erfahrungen machen. Kann sein, damit das Gameplay in einem, ja, Endkurve des Gameplay nicht ganz angenehm ausfallen wird. Es hängt immer davon ab, wie viel, teilweise auch wie viel Glück man hat oder wie viel Kills man mit dem Messer machen kann. Hat fast schon wieder ihn erwischt. Oder wie sieht's dir bei dir aus, Dia? Nicht so ganz gut. Ja, schlecht, wie viel Kills hast du schon? Nein. Ein, und nicht mehr mit der und nicht mit mal nicht mit der hier Anzeige. Nee? Oh, hier kämpft irgendwo einer. Nein. Geil! Ja. Immer nur erwischt. Ja, da angeblich nur null mal erwischt. Ja, da fragt man sich schon, also wir wollen aber natürlich auch ein bisschen rausfinden, wie ist denn das natürlich jetzt mit dem Messer, wie, man weiß ja, wenn man einmal ein Messer trifft, wenn man einmal mit dem Messer zuschlägt, wird dem Gegner 50% des Lebens abgezogen. So. Jetzt haben wir aber schon Fälle erlebt, wo wir sagen, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist, läuft irgendwas schief, das kann nicht sein, so. Ich habe schon Sachen erlebt, da haben wir den natürlich mit Messer getroffen oder sogar mehrmals. Und dann, ja, hatte der Gegner noch 100%. Da haben wir uns natürlich auch gefragt, was denn da schief läuft. Wollen wir einfach mal rausfinden und euch mit da auf die. Mit. Ja, auf die Suche nehmen. Oder beziehungsweise auf die Suche, was erzähle ich eigentlich? Ja, da. auf den Weg nehmen zu unserem. Messer, Gameplay, das findet natürlich alles live statt. Also wir machen jetzt keinen Kommentar oder so, wir machen ein Live-Gameplay. Und... oh! Ja! Erste Messerkill mit der Animation. Oh, wir hätten auch Klimmer stehen bleiben können. Gesehen. Er hakt irgendwie mit seiner PKP rum. Ah! Verdammt. Ja, komm, ich... Punkte. Noch kurz einnehmen. Ja, genau. Es geht jetzt nicht so. Wir machen jetzt nicht auf Punkte, sondern einfach so ja. Mal aus Fun, ein paar Messerkills, so viele wie möglich halt, ne? Wir gucken einfach mal, was sich rausholen lässt. Oder waren zu viele? Wir haben jetzt auch nicht unbedingt so viele Enter genommen, wo so viele Tickets drauf. Das hält sich alles halbwegs in Sinn. Also nicht damit wir uns hier unsere komplette KD versauen. We have now
Oh, und Messer. Mein Peter Massacre. Wir haben das natürlich auch schon das ein oder andere Mal geübt. Das wollen wir auch nicht sagen. Also das heißt geübt. Wenn wir da groß üben. Einmal eigentlich bis jetzt noch. Ja. Üben kann man ja nicht so wirklich. Ja! Nein, warum killt mich da noch einer? Ich war gerade so bei A, hab so gedacht. Guck schon mal, ob da jemand ist. Steht da jemand in der Ecke und kriegt den doch fast so von hinten. Gemessert natürlich, nicht was ihr schon wieder denkt da draußen. Ja, die Damenwelt, was der dazu denkt, ne? Und der nächste, Damenwelt. Wir wollen mal nicht jetzt hier irgendwas Negatives über die Damenwelt erzählen. Also ich denke mal, wir sind ja bei dem Messer-Gameplay und ich sehe dich ja schon wieder, wie du hier jemand umhaust. Ja, 5 Kills, es geht, ja. Aber das auch wenn es nur, glaube ich, 2 mit der Animation dabei war. Ne, 3 sogar. Ja? 3. Das ist gar nicht, also. Fokus. Der hat mich schon da, also wir spielen schon ein paar Runden auf dem Server. Und. Kann ich zeigen. Ah, verdammt. Wir spielen. Oh, krieg ich schon Retz. Ja, wir spielen schon ein paar Runden auf dem Server und haben natürlich auch schon ein bisschen so uns die Leute so ausgemacht, die wir messern wollen, weil in der letzten Runde Altmetall. War nicht so erfolgs. Ja. Bedingt. Und der nächste. Ja, da war. Die Runde war halt ziemlich verkämpft und so. Ah, und ja, hier kämpften die auch schon noch. Die Leute. Ja, ist schon. Da haben wir uns schon die Leute rausgesucht, die mir jetzt messern wollen. Die haben uns nämlich öfters mit C4 oder ähnlichen Spaß gekillt. Was ja den Spielspaß, ja, ich will nicht sagen, halbiert, aber ich will sagen, schon stark reduziert. Also, hm. Wir kennen das bestimmt. Ja. An Gesicht ist ja das Messer, ich würde mal sagen, verschönert worden durch den. Hey, ich schaffe hier 10 Mal und Kauf. Kann sein. Die Kauf von Premium hat man ja die ACB 90 Klinge dazu bekommen, beziehungsweise wurde die ausgewechselt. Ja, was ich natürlich. Das macht natürlich dann auch Battlefield so aus. Das sind halt dann die Feinheiten so. Nein! Hast du mir den weggeschlappt? Aua! Oh, 1% Leben nur. Also ich spreche so die Gegner so. Die sind manchmal irgendwo. Also die. Du siehst die an dem einen Platz, der rennt ihn so hinterher. Und in. Und auf einmal drehen sich einfach um. Also. Da kann ich mir. Das kann ich mir echt nur so erklären, damit die meine Schritte hören oder so. Weil. Ja, aber diesen ja. Gekämpfer. Ich glaube kaum, dass man da so Schritte hört. Ja, unwahrscheinlich. So, den nächsten gemessert. Alter Noob! Das geht gar nicht! Richter Cheater, ey. Oh.
Partner. Denn ihr könnt bei dir auf dem Bildschirm sehen, wir machen das, nehmen das Gameplay gleich wieder über dem Dia sein Bildschirm auf und ja. Es sind schon manchmal so im Battlefield 3, denke ich, manchmal so auch, jetzt abgesehen mal von dem Gameplay, mal auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen. So, die Community, also viele eskalieren bzw. rasten schon sehr, also die rasten schon sehr schnell aus bei so beim Spiel. Wenn man mal kurz, keine Ahnung, irgendwie rumcampt oder so, oder eigentlich ist ja campen, sag ich mal, manche campen wirklich extrem absichtlich, aber manche, die sind einfach gerade in dem Moment, wenn andere gekillt werden an dem Ort und können eigentlich gar nichts dafür und werden dann gleich aufs Übelste beschimpft. Ja, also ich will jetzt hier niemanden verurteilen oder so, aber es ist ja echt manchmal schlimm. Man kann gar nichts dafür und